Und was steht zwischen Leben und Tod? Natürlich die Liebe. Und da dürfen wir Ihnen heute ein Traumpaar präsentieren, ein neues Ali und Maria. Findest du nicht auch, dass wir so gut zusammenpassen, du zu mir und ich zu dir? Findest du nicht auch, dass zwei, die sich wie wir verstehen, sich immer, immer wieder wiedersehen? Maria, Ali, wie habt ihr beiden denn zueinander gefunden? Ach, mein Arzt hat zu mir gesagt, ich rauch zu viel, ich trink zu viel und bin viel zu viel hinter die Weiber her. Da hab ich zu ihm gesagt, ich werde genau so weiter rauchen, ich werde genau so weiter trinken, aber bei die Weiber, da mach ich einen Kompromiss im Dienste der Gesundheit. Ich heirate nebenbei eine Gesundheitsministerin. Als erstes habe ich mich ja in seinen Humor verliebt. Schatzi, wenn man dich in der Früh nach dem Aufstehen sieht, da braucht man auch Humor. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der immer so lustig ist. Ist der einzige Mensch, den ich kenne, der mich immer noch lustig findet. Also bitte keine falsche Bescheidenheit, ja? Er ist schon immer und überall eine echte Stimmungskanone. Vorsicht, Obacht, Obacht! Vorsicht mit dem Wort Kanone, sonst sagen immer wieder alle über mich, ich hätte was mit Waffen zu tun. Dabei bin ich nur ein einfacher Bauer. Ich sag's ja, so lustig ist sonst niemand. Hat es denn eine Rolle gespielt, dass er einen Adelstitel gehabt hat? Naja, wenn jemand aus so traditionsreichem Haus kommt, dann weiß man, er hat feste Prinzipien. So ist es. Ja, prinzipiell ist mir alles wurscht. Gell? Eule! Hilft der Ali auch im Haushalt? So ein bisschen. Also halbe-halbe ist es nicht. Wurscht, ob beruflich oder privat, mit 10% bin ich dabei. Er ist halt recht unordentlich und lässt immer alles herumkugeln. Da zum Beispiel. Schatzilein, da unterm Tisch habe ich schon wieder eine Firma von dir gefunden. Wo gehört die denn hin? Die gehört auf die Cayman-Inseln. Aha. Und was macht sie dort? Die importiert Export. Aha, ja, dann tun wir die in der Zwischenzeit. Wo tun wir die denn? Ah ja. Na geh, Ali, du Schlampertatsch! Für was hast denn dein Hobbykeller? Männer. Am wichtigsten ist uns aber der unmittelbare Kontakt mit der Natur. Erst neulich ist ein Reh direkt bis unter unser Küchenfenster gekommen. Ja, ich mich dann drauf gesetzt und die Maria hat's verkocht. Und der Ali, der ist halt so naturverbunden. Er hat mir da auch einiges beigebracht, ja? Ah, da zum Beispiel, das habe ich als Stadtbewohnerin gar nicht gekannt. Schau, Schatzi, schon wieder ein Fasanenei. Gib das her, das ist für den Import vom Export vom Import. Du, wo wir gerade im Garten sind, die Rosen, die haben schon wieder so viele Blattläuse. Na, das haben wir gleich. So, jetzt muss es über den Winter noch schön mulchen lassen und dann sind's wieder wie neu. Maria, wie ist das eigentlich für dich, dass der Ali auf seine Art so berühmt geworden ist? Naja, das belastet mich schon auch. Da werden so niederträchtige Gerüchte verbreitet. Aha, was sagen denn die Leute so über deinen Mann? Na, so gehässiges Zeug halt, dass er ein Waffenlobbyist sein soll oder ein Schmiergeldverteiler, ein Geldwäscher. Aber ich höre da gar nicht mehr hin. Weil die Leute, die das sagen, das sind auch die, die behaupten, dass er ein Brillenträger ist, einen Schnauzbart hat oder Übergewicht und Haarausfall. Also das richtet sich von selbst. Schauen Sie, über die Maria wird auch immer wieder gesagt, dass sie ein bisschen ein Traummännlein ist und dass sie in puncto Hausverstand
nicht gerade Allradantrieb hat. So hat halt jeder sein Pinkel. Und du bist halt meins. Geht. Sehen Sie, wenn jemand so charmant ist, muss man doch ein Auge zudrücken. Und beim Ali am besten gleich alle zwei. Ask will be do.